Es ist hier insofern etwas Besonderes, weil hier ist der rote Teppich schon entkleidet, aber da, wo wir uns jetzt befinden, wo sozusagen auch noch zahlreiche Touristen Fotos machen, da sehen wir noch die Fläche, da ist der Teppich noch nicht entkleidet sozusagen, da ist noch eine Folie darauf, das wird sich dann allerdings in den Abendstunden ändern und dann werden die Stars hier auch sozusagen sich in die Wiener Staatsoper begeben. Zum 66. Mal geht es in der Staatsoper rund, die Debütantenpärchen 144 an der Zahl, also 288 Männer bzw. Frauen werden dann zu den berühmten Klängen von Karl Michael Zierer, nämlich zur Fächerpolonaise, diesen Opernball eröffnen. Gegen 22 Uhr wird das sein. Es wird ein sehr stimmungsvolles Programm, rund 50 Minuten. Elinia Garancia ist beispielsweise mit dabei, die Opernsängerin, und sie haben ja bei uns gestern auch die Generalprobe gesehen. Das heißt, hier kommen wirklich die Künstlerinnen und Künstler, die Stars der klassischen Musik auch nicht nur zu Wort, sondern auch zu ihrem Publikum. Das Ganze wird bei uns auch bis 0 Uhr übertragen. Und natürlich dürfen am heutigen Stars-Tag auch die Stars nicht fehlen. Es haben sich vor allem aus Hollywood hier angekündigt Priscilla Presley, Priscilla Presley, wie Richard Lugner auch gesagt hat. Er hat es damit sogar zu TV Total geschafft bei Fellner Live. Und es ist aber auch einige von anderen Stars viel zu erwarten. Franco Nero beispielsweise, der hat schon vor über 40 Jahren hier beim Opernball seinen Auftritt gehabt. Er ist heute erst in den Morgenstunden hierher geflogen und er wird ebenso erwartet wie beispielsweise Oliver Pocher, von dem möglicherweise wieder ein Skandal zu erwarten ist. 2014 ein sehr unrühmliches Interview bei und mit Kim Kardashian, und gestern hat er schon groß ausgeteilt, vor allem gegen Altbundeskanzler Sebastian Kurz. Apropos Politik. Zahlreiche politische Entscheidungsträger sind auch mit dabei. Es gibt Ehrenkarten, das heißt, für den jeweiligen Politiker und einen Lebensgefährten oder eine Lebensgefährtin gibt es hier sozusagen gratis Tickets. Der Bundespräsident ist dabei mit seiner Ehefrau, die einst auch gegen den Opernball demonstriert hat. Kanzler Nehammer in diesem Jahr auch mit seiner Frau beim Opernball zugegen. Insgesamt 4 ÖVP-Minister, nur eine von der grünen Regierungsriege, nämlich die Kulturstaatssekretärin Mayer. Und wir sind gespannt, was der Opernball in diesem Jahr zu bieten hat, welche Roben wir sehen werden, welche Skandale es geben wird und ob es am Ende tatsächlich wieder heißen wird, alles Walzer, und ob Priscilla Presley pünktlich um 0 Uhr wie beim Dornröschen nicht in einen großen Kürbis steigen wird, sondern in das Auto und schnell sich aus dem Staub machen wird. Davon ist allerdings nicht auszugehen. Sie hat sich gestern die Finger wundgeschrieben. 6,5 Stunden. Sie hat keinen einzigen Fan warten lassen und das hat wahrscheinlich auch dem Mörtel gefallen, der heute ein bisschen müde ist, wie er gesagt hat. Wir hoffen vor allem für den 91-Jährigen, dass er nicht zu sehr beansprucht wird. Aber wir alle kennen die Bilder von der berühmten Mittelloge. Da wird es wieder ein ordentliches Ringen geben um die besten Bilder. Ich erspare mir das, bin dann für Sie unterwegs ab 19 Uhr bei der großen Demonstration gegen den Opernball. Den gibt es auch noch. Eat the Rich heißt das Ganze. Da geht es nicht um Kannibalen, sondern da geht es darum, dass die kommunistische Jugend hier eine Demonstration noch organisiert hat und möchte hier lautstark aus ihrer sich darauf hinweisen, dass es dringendere Probleme gäbe. Wir werden das dann auch im Laufe des heutigen Abends hören. Und unsere Kollegin Bianca Speck, die ist dann beim Red Carpet vor Ort und wird dann aus der Oper auch von drinnen berichten. Und hier sehen wir auch schon einige Leute. Dürfen wir Sie gleich was fragen, weil Sie sehr interessiert zuhören. Ist das etwas, was Sie auch gerne verfolgen, den Opernball? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ach so, weil Sie es interessiert zugehört haben. Nö, wir sind gerade zufällig in Wien und drum hören wir jetzt gerade zufällig zu. Schaut mal, was es da gibt. Oliver Pocher ist bei euch natürlich auch ein Begriff. Ja. Wie stehen Sie zu ihm? Neutral. Neutral. Mhm. Okay. Es gibt die sagen, der ist lustig, und andere, die meinen, er übertreibt es manchmal ein bisschen. Ich habe da keine Meinung dazu. Okay. Danke vielmals. Also soweit diese Dame aus Deutschland. Hier sind überhaupt sehr... Nein, nicht aus Deutschland. Aus der Schweiz, Entschuldigung. Nein, aus Vorarlberg. Vorarlberg, okay. Habe ich den Dialekt hier missverstanden? Aus dem Bundesland von Magnus Brunner ist hier auch jemand mit dabei. Und ansonsten sind es vor allem sehr, sehr viele Touristen. Wir können einen Blick noch nach vorne werfen. Wir sehen es, der ein oder andere macht hier Selfies. Es sind aber, wie gesagt, in erster Linie Touristen. Von den großen Stars habe ich noch niemanden gesehen. Vor einigen Minuten ist Andi Knoll bei uns vorbeispaziert. Der wird sich dann auch in den Frack werfen. Auch das bleibt mir heute erspart. Und vielleicht noch ein Wort zu den Kosten. In
auch immer interessant in diesem Jahr, um die 385 Euro. Es gibt aber rund 30, 35 Euro, die für Spendenzwecke hier auch sozusagen einem guten Zweck zugutekommen sollen. Österreich hilft Österreich, heißt das Ganze. Und man möchte hier natürlich auch an all jenen denken, denen es gerade in diesen Stunden nicht so gut geht, weil die gibt es natürlich in Österreich leider auch. Ja, David, du hast es schon gesagt, es ist ja eine Demonstration angekündigt, von denen gab es ja immer wieder welche, auch schon in den letzten Jahren. Und da braucht es natürlich ein Sicherheitsaufgebot, dass dieser Abend auch hier wirklich gut über die Bühne gehen kann. Was weißt du darüber? Wie ist hier die Polizei vor Ort und mit wie viel Mann und wie schauen hier die Vorkehrungen aus? Ja, meine Kollegin Maybrit Egger hat heute bereits mit Markus Dietrich gesprochen. Der Polizeieinsatz sieht so aus, dass man mit 400 Mann auch an Ort und Stelle ist. Es gibt nämlich mehrere kleinere Demonstrationen. Man rechnet um die 500, 600 Demonstrationsteilnehmer, also die kommunistische Jugend. Das ist die größte Organisation. Es gab aber auch eine Palästina-Demo, die angemeldet wurde, übrigens von einem und demselben Standort. Das heißt, man wird hier möglicherweise gemeinsam diese Strecke auch auf sich nehmen bis zu dem Areal, wo es gesperrt ist. Und bei der Albertine gibt es dann auch noch eine Demo. Es soll dann Punsch ausgeschenkt werden. Und wir sind natürlich gespannt und hoffen, dass nichts passiert. Opernball-Fans und all jene, die den Opernball schon lange verfolgen, wissen natürlich vor allem in den 80er Jahren, dass es leider immer wieder zu sehr unschönen Szenen gekommen. 1987 hat man es demonstriert gegen Strauss, allerdings nicht gegen Johann und auch nicht seinen Bruder, den schönen Edis, sondern gegen Franz Josef Strauß. Da ging es um eine Atomwiederaufbereitungsanlage. Und da ist es leider Gottes damals zur Ausschreitung gekommen. Ein Jahr später dann auch mit Anarchos und 1989 ist das Ganze insofern eskaliert, als es hier etliche Verletzte gegeben hat, sowohl bei den Demonstrationsteilnehmern als auch bei den Polizisten. Damals ist sogar ein Mercedes dann als Prellbock in die Absperrung geschossen worden. Es gab einen Schädelbasisbruch. Das sind Dinge, die man natürlich alles nicht sehen möchte. Damals waren aber auch viel mehr Polizisten zugegen. Das waren einige Tausend. Jetzt sind es, wie gesagt, einige hundert Polizistinnen und Polizisten, die hier für die Sicherheit auch sorgen werden. Und dann kann einer schönen Ballnacht hier am 66. Wiener Opernball nichts mehr im Wege stehen.